Ja, jetzt zeige ich dir eine ganz wunderbare Übung, die du nutzen kannst, während du Druckarbeiten erledigst. Die Zentrierung wäre der Baum, der dir hilft, dein Gleichgewicht zu finden, Stärke aufzubauen und eben den Fokus wieder auf etwas zu richten, zentriert zu werden. Und genau, das zeige ich dir jetzt. Und zwar, du nimmst dein linkes Bein, bringst deine linke Ferse ungefähr auf die Höhe vom rechten Fußgelenk. Und es ist wichtig, dass du hier dein Knie nach außen drehst. Also nicht nach vorne, sondern nach außen. Eine schöne Hüftöffnung hier. Genau. Hände nimmst du vors Herz. Und dann einfach die Augen schließen. Und du wirst merken, dass du etwas mal nach rechts kippst, mal nach links, mal nach vorne, nach hinten. Und du spürst einfach, wie du dich bewegst. Wie ein Baum, der gerade mal Regen wahrnimmt, mal Sonnenschein, mal Wind. Ja? Du verbindest dich ganz verwurzelt mit diesem Baum. Und dabei entspannst du dein Gesicht. Und auch hier kannst du für 10 Atemzüge bleiben, wenn du etwas mehr Herausforderung möchtest. Wäre Möglichkeit, dass du deinen Fuß Richtung Wade bringst. Oder wenn du noch mehr Herausforderungen möchtest, ziehst du dein Knie hoch, bringst deinen linken Fuß gegen den rechten Oberschenkel und drückst deinen Fuß fest gegen den Oberschenkel und bleibst hier. Wenn es zu sehr wackelt, kannst du dich hier vielleicht am Drucker oder was in der Nähe ist, festhalten, ziehst den Arm noch hoch, den linken, und dehnst dich zur Seite. Hast du gleich eine Seitdehnung auch nochmal dabei? Einatmen wieder zurück, Hände vors Herz. Und ausatmen, löst du dein Bein und schüttelst deine Beine, deine Arme nochmal etwas aus. Und das Gleiche machst du dann mit deinem rechten Bein. Das war der Baum. Ich wünsche dir viel Kraft und Zentrierung für deine nächsten Arbeitsstunden. Vielen Dank.